Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und wie Sie vielleicht auch schon wissen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan und Befürworter von Ordnungsstrukturen. Insbesondere natürlich, wenn sie in der heiligen geometrischen Form daherkommen, dann wirkt das für mich wie Balsam für mein Auge und meine Seele hüpft vor lauter Freude. Und ich kenne einen Herrn, einen Künstler, der genau solche Bilder malt, und heutigen Sendung will ich Sie auf eine Reise mitnehmen, eine Reise durch ein Bild, durch die Entstehung eines Bildes, was jetzt einen sehr starken Bezug hat zu mir, zu meinem Fernsehsender und zu meiner Familie. Und ich würde mich freuen, wenn ich Sie mitnehmen darf auf diese Reise. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder und jetzt darf ich auch den Künstler vorstellen, der mit mir eine segenreiche Reise gegangen ist. Für mich auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Reise gewesen. Das ist hier der Johannes Frischknecht aus Feraldorf. Ganz herzlich willkommen, lieber Johannes. Ich fühle mich geehrt, hier zu sein. Ich bin sehr dankbar darüber. Vielleicht für die Zuschauer, die ich dich noch nie vorgestellt habe. Ich habe dich mal an einer Messe kennengelernt und gesehen, Wie du einfach einen Draht hast, einen irdischen Draht zu etwas Kosmischem. Ich habe gesehen, wie du angefangen hast zu malen, irgendwo unten links, und das Bild hat sich einfach laufend entwickelt Richtung oben rechts. Mhm. Und da war keine Form da, keine Vorlage da, es war alles frei aus dem Kopf heraus. Mhm. Ja. Und das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass das geht. Aber das sind höhere Werte, die du einfach irgendwie runterziehst. Wie siehst denn du die Formen und warum wird das so perfekt? Also ich glaube, das Gleiche wie du und unendlich viele andere, dass das Universum oder die Kreation auf Strukturen aufgebaut ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn das Kind aus dem Dunkeln herausgeboren wird, liegt es zuerst und steht dann langsam auf, macht seine ersten Schritte. Das ist schon eine Art Kreuzbewegung zwischen Horizontale und Vertikale. Und man versucht sich dann in das Leben hinein zu kristallisieren, Worte zu lernen, Sprache zu lernen, sich in einer Gesellschaft zu orientieren. Und da braucht es einfach auch eine innere wie eine äußere Geometrie. Mhm. Mhm. Ja, ich möchte jetzt an dieser Stelle Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mal ein Werk zeigen, was er mir heute mitgebracht hat. Das ist ein Bild, das er in meinem Auftrag auch gemalt hat, aber natürlich viel schöner, als ich mir das in meinem Auge vorstellen durfte. Und wenn man das Bild so anschaut, dann erzählt dieses Bild eine ganz, ganz große Geschichte. Und die möchte ich mit Ihnen mal durchgehen. Lieber Johannes, du hast von mir nicht viele Informationen gekriegt. Ich habe dir einfach gesagt, ich hätte gern ein individuelles Bild mit deiner künstlerischen Begabung und ich hätte gerne, dass man sieht, dass wir, dass meine Frau und ich zusammen 4 Kinder zeugen durften, die uns beehren und beseelen, hier in QS24 in einem Fernsehsender auch mitzuwirken. Mhm. Also alle Kinder wirken mit und der Fernsehsender lebt von dem. Wow. Ich habe dich um Farben gebeten, wie Grün für die Naturheilkunde, für die Naturverbundenheit, für Heilung, für und Gold, weil ich Gold so gerne liebe, als wirkungsvolle Farbe für Wahrheit und für die Polaritäten des Lebens, alles beinhaltend. Mhm. Das waren nicht viele Sachen, die ich dir gesagt habe. Und dann hast du angefangen. Und angefangen hast du mit einem Strich. Wenn wir uns da jetzt dieses Bild anschauen, du hast einfach mal einen blauen Strich gemacht. Und dann ging der Strich weiter. Du hast einen Fernsehsender gemacht, einen Fernsehbildschirm. Ja, könnte man sagen. Und dieses Blau kam in die Durststrecke, wo halb Europa kein Wasser mehr hatte. Ach so. Also, und das Wasser ist auch das Leben. Mhm. Also, wenn du gerne Grün hast, gibt es praktisch nur Grün, weil es auch Blau gibt. Mhm. Also kam zuerst das Blau. Mhm.
Du hast das Blau zuerst gemacht. Ich schaue mir das Bild an, wie es heute fertig ist. Das, was du da gemalt hast, ist gar nicht mehr da. Ja, es ist wieder verschwunden. Du hast es übermalt durch Laufe der Zeit in eine andere Farbe. Richtig. Und auch diese ganze viereckige blaue Kasten ist in dieser dicken Breite auch nicht mehr da. Genau. Weil das Wasser, wenn es regnet, zum guten Glück, rinnt es dann ins Erdinnere und lässt das Grüne sprießen. Und so kam dann aus dem Blau sehr viel Grün und Gold. Gut, ich war da, konnte mir noch gar nichts vorstellen. Plötzlich sah das Bild mal so aus, mit einem Kreis in der Mitte. Dieser Kreis, den sehe ich heute noch, aber auch nicht mehr in der gleichen Farbe. Wir gehen weiter. Ach das, da habe ich schon gedacht, oh, das sieht doch schön aus, was da jetzt daherkommt. War auch ganz spannend, wir waren ständig per WhatsApp in Kontakt, du hast mir ständig Fotos geschickt. Ja, das hat mich unglaublich inspiriert. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn ich für mich in der Ecke male, dann habe ich natürlich vielleicht mit dem Universum oder so Kontakt. Aber die gleiche Inspiration wie mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, das ist eine Herausforderung und eine Chance, die mir unglaublich Spaß gemacht hat und mich auch inspiriert hat. Also jeder könnte theoretisch eigentlich, wenn er den Wunsch hat, eine Geschichte über ein Bild zum Ausdruck bringen, indem er einen Kontakt zu dir hat und sich laufend einbringt mit Infos, wieder empfängt, was jetzt Neues da ist und wieder Inputs gibt, so wie wir es miteinander gemacht haben. Für mich wäre das eine unglaublich positive Sache. Aber ich glaube, grundsätzlich malt jeder sein eigenes Bild, weil jeder seine Persönlichkeit so oder so malt. Wenn es dann sich niederschlägt in einem Bild, ist das für den Künstler eine zusätzliche Inspiration oder Bestätigung. Und ich glaube, es gibt kaum einen normal polarisierten Künstler, der sich nicht inspirieren lässt, zum Beispiel von einer Muse. Man kann ohne Musen nicht künstlerisch schmusen. Man braucht eine Inspiration, sei das eine Vision oder ein Ideal oder eine Persönlichkeit. Und das braucht man einfach. Du bist fast Tag und Nacht dran gewesen immer. Jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, war das Bild wieder ein Stückchen weiter. Hier hat sich da plötzlich ein Ast entwickelt und im vorhergegangenen Bild, ich muss da nochmals zurück, hast du Wurzeln gemacht. Wurzeln, das ist eigentlich signalisierend, die Wurzeln, die Entstehung von allem durch meine Frau und mir. Genau. Und dann eben die Kinder, die jeweils als ein Ast mitgewirkt wirken in diesem ganzen Fernsehsender hier. Die Entstehung in der Mitte, der Kern, das sieht von nahem noch ganz spielerisch aus und noch nicht so, wie es am Schluss wirkt. Aber da hatte ich schon die ersten Mal so richtig Freude, hier reinzuschauen, wie das da schon angefangen hat auszusehen. Wir gehen weiter. Du hast mir immer weitere Bilder geschickt und plötzlich sah das auch schon so aus, dass ich einen Baum erkennen konnte, ja, mit den Wurzeln. Ich sehe hier unten zwei verschiedene Goldfarben. Das männliche, was sich hier oben in einem männlichen Nachkommen zeigt und eben die drei Mädels zusammen mit meiner Frau. Mit hellem Gold. Mit hellem Gold, genau. So ist es. Dann kommen plötzlich noch Punkte dazu. Du sitzt ja manchmal stundenlang vor dem Bild und wartest, bis die nächste Eingebung kommt, oder? Ich glaube, ich sitze so lange vor dem Bild, wie ich male. Und entspanne mich und ob ich denke oder nicht denke, ich schaue das Bild einfach an und plötzlich kommt der nächste Gedanke und ich sitze wieder mit dem Pinsel vor dem Bild. Du hast mir mal gesagt, so ein Bild, ein Meter, ungefähr einen Monat arbeitest du daran. Ja. Hier, glaube ich, hast du es in 3 Wochen geschafft. Genau. Also genau. Das
habe ich mir so aufgeschrieben, aber wir gehen da mal wieder weiter. Jetzt plötzlich kriegen da oben die Früchte, also Blätter, bei meinen Kindern, die natürlich alle auch ihre eigenen Ideen haben und mit einbringen. Richtig, richtig. Die Ideen wachsen. Ja, jetzt auch wieder der mittlere Teil da, das nochmals, wenn ich jetzt da ganz in die Mitte gehe, das ist ja unfassbar schön. Aber nochmals, hier ist dieser blaue Rahmen immer noch da, der verschwindet ja dann plötzlich. Den braucht er jetzt auch lange. Aha. Das sind immer so die kleinen Dinge, die er mir wieder dokumentiert hat. Plötzlich ein Kreuz noch drin, hier hat es noch auf der Seite zwei Kreuze gegeben. Ich kann eigentlich auch hier wieder ganz viele blaue Kreuze. Jetzt ist das Blau eigentlich ein bisschen verschwunden, genau, im Rahmen. Genau. Und die Kreuze waren blau. Und die sind ja am Schluss auch wieder ganz verschwunden. So sieht ja eigentlich auch schön aus. Hättest du auch so lassen können übrigens. Ja, ganz verschiedene Schritte. Und zack, jetzt ist es weg, der Blaue. Ja. Ja. Jetzt hat es eine ganz andere Harmonie bekommen. Was ich jetzt sehe auf dem Bild ist, interessanterweise unten sitze ich ja auf einem mauretanischen Teppich, der genau gleichen Kreuze hat. Das hast du unbewusst. Verrückt. Ja? Verrückt. Ja, genau. Ganz, ganz schön. So, und jetzt kam endlich das ins Spiel, was ich immer gehofft habe. Wo ist denn mein Gold? Ich möchte doch Gold. Jetzt kommt Gold in seiner vollen Kraft und Blüte zum Ausdruck. Hier auch, du hast es schon als Sternschnuppen gesagt, ich sehe es als Ideen, die natürlich als Saatgut auf fruchtbarem Boden fallen und dann wieder letztendlich daraus wieder noch mehr entstehen kann. Hier sieht man ja auch, muss doch schauen, dass ich das groß machen kann nachher. Genau hier unten hast du noch Auge Gottes, oder? Die Ideen verwandeln sich in Erkenntnisse. Die Augen sind der Aha-Effekt und es kommt dann später noch ein anderer Schritt. Auf die oberste Wurzel kommen Juwelen, das heißt, das sieht man hier halt einfach nicht horizontal, sondern vertikal, aber genau hier unten. Die Erkenntnisse, die verwandeln sich ja dann in Samen, die vielleicht eben durch das Fernsehen weit über die Sendung hinaus aufgehen. Ja. Das wäre eigentlich die Grundidee gewesen. Ja. Weil es ist ja ganz selten, dass so eine ganze Familie zusammenarbeitet. Das ist schon ein Segen. Und wenn ihr euch gegenseitig hilft und inspiriert, dann soll das ja nicht nur auf euch beschränkt sein, sondern die Ideen und die Ideale, die ihr verbreitet, die sollen sich auch in Erkenntnisse von anderen Menschen niederschlagen und dann quasi als Samen oder als Juwelen aufgehen. Mhm. Das ist eine Investition von Zeit, Energie, Liebe und so weiter, die Früchte tragen muss und sicher wird. Ja, ja. Daran müssen wir absolut glauben. Ich sehe auch da diese Ringe auf der Seite, die für mich jetzt auch wieder Symbolkraft hat und auch zeigt, unsere sechsköpfige Familie plus zwei Moderatoren zusätzlich, die hier mitwirken. Ja. Also ich sehe hier auch unseren Tisch, den wir immer wieder gemeinsam zusammensitzen und Entscheidungen treffen, die ich bei weitem nicht mehr alleine treffe, schon lange nicht mehr, sondern jedes Kind hat irgendwie eine andere Sichtweise und wir schauen uns das an und entscheiden gemeinsam, wohin es geht, weil die jungen Leute haben ganz andere Sichtweise, nicht mehr die Erfahrung, aber wenn es da um TikTok oder TikTok oder weiß was oder Facebook habe ich doch überhaupt keine Ahnung mehr. Genau. Oder auch bei Entwicklungen von Apps, das sind dann die jungen Leute, die hier zusammensitzen an diesem Tisch und brüten. Und ja, dieses Bild wird jetzt unseren Eingangsbereich, wenn man die Türe aufmacht, wird es geradeaus, wird das uns jeden Tag anleuchten und zeigen, dass wir alle eins sind.
Schön. Und aus dem gemeinsamen Agieren so was Schönes entstehen kann. Wunderbar. Zwischen uns und auch unseren Zuschauern, und dass auch unsere Zuschauer letztendlich eins sind mit uns und wir einfach versuchen, naturheilkundliche Wahrheiten über den Fernsehsender hinauszutragen. Und das ist unsere Lebensaufgabe, unsere Inspiration, unsere Berufung, unsere Freude, unsere Dankbarkeit. Und die habe ich jetzt auch gegenüber dir. Vielen Dank. Lieber Johannes, erzähl noch ein bisschen mehr über die Arbeit, wie das gelaufen ist. Ja, einen Auftrag zu bekommen, ist schon eine große Bestätigung für einen Künstler, weil der kann nicht in seiner Ecke jahrelang ohne Bestätigung arbeiten. Er ist auch wie ein Säugling ohne Liebe stirbt. Und auch ein Künstler braucht, also jeder Mensch braucht Bestätigung. Ein Auftrag zu bekommen, ist schon eine Bestätigung. Und dann die Korrespondenz, indem wir uns gegenseitig den Ball zugespielt haben mit Ideen und mit Inspiration. Das hat mich einfach vorwärts getrieben. Und auch, es ist ein Challenge. Man geht über sich selber hinaus. Man bleibt nicht in seinem eigenen Gärtchen sitzen, sondern geht über das Gartenmäuerchen hinaus und sieht, wie groß die Welt ist. Und das ist eigentlich das, was mich sehr inspiriert und getragen hat. Und du hast gesagt, normalerweise habe ich einen Monat. Ja, wenn ich an einem Tag, ich weiß nicht, 150 Stunden hätte arbeiten können, wäre das vielleicht in einem Tag entstanden, weil ich war auch von dir mitgetragen. Das ist eigentlich ein großer Dank. Aber ich kann mir es auch gut vorstellen, dass auch viele Firmen wie wir letztendlich auch die Idee haben könnten, ihre Geschichte über ein Bild auszudrücken und im Eingangsbereich darzustellen, wow, wo die Gäste kommen und einfach nur inspiriert sind von geometrischen Ordnungsstrukturen. Aber der Inhaber natürlich die Geschichte dazu erzählen kann, und das finde ich einfach traumhaft. Hat mich jetzt auch inspiriert, ein Freund von mir heiratet und wir haben uns lange überlegt, was wir machen könnten für ihn zu seiner Vermählung, wo sich ja zwei Leute verheiraten, die schon mal verheiratet waren, aber beide haben ihren Partner verloren, haben aber beide ein Kind. Wow. Und jetzt kommen die zusammen und werden eigentlich aus zwei Stämmen zu einem großen Stamm. Schön. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass du da wieder inspiriert eine Geschichte erzählst, wo ich ein Bild dann schenken darf, das er ein Leben lang nie mehr vergisst. Ich bin schon dran. Das sind doch schöne Geschichten. Ja. Du hast wie einen Samen gepflanzt und dann bin ich wie hypnotisiert und weggeblasen. Und ich muss mich zuerst öffnen. Zuerst eigentlich leer werden und dann Hunderte und Tausende von Wolken mit Regen und Segen an mir vorbeiziehen lassen und dann entsteht es. Wie es wird, könnte ich nie sagen im Voraus. Ja, wir hätten uns ja das auch nicht erhofft oder erwartet. Nicht. Ja, oder? Leider nicht. Ja. Aber das war eigentlich das Ziel der Sendung, lieber Johannes, dass ich unseren Zuschauerinnen und Zuschauer einfach mal die Faszination eines Bildes darlegen durfte. Ein Mandala mit geometrischen Formen, mit heiligen Strukturen, mit Ordnungsstrukturen, wie auch schon diese Ordnungsstruktur in verschiedensten gesunden Nahrungsmitteln auch immer zu finden ist. Ordnung schafft und räumt die Unordnung in uns auf. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so einfach die Bilder anschaue und auf mich einwirken lasse, dass es mir einfach an der Seele gut tut und ich so richtig zentriert werde. Und das kann ich Ihnen eben auch ans Herz legen, sich mit solchen schönen Bildern zu umgeben und sich inspirieren lassen von Kunst. Und vielleicht hat der eine oder andere auch das Lust, seine Lebensgeschichte in einem Bild zu verewigen, zusammen mit seiner Familie oder mit seiner Firma und. Und wenn Sie Interesse daran haben, dann melden Sie sich einfach bei unserem Künstler und vielleicht hat er Zeit, sich damit zu beschäftigen. Hä? Wunderbar. Lieber Johannes, danke fürs Vorbeibringen. Vielen Dank. Danke, dass wir spontan eine Sendung machen durften. Ja, wunderbar.
Danke Wunderbar. Für die schöne Zeit und alles die Freude. Alles geschieht zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Umständen. So ist es, genau. Alles Perfekt. Gute für die Zukunft. Danke. Und weitere schöne Bilder. Danke gell? Euch auch. Danke. Und zeig mir ja kein Bild mehr. Ich habe das ganze Haus voll. Ich kann keine Wand mehr. Ja, du, das Schloss Wattensee wäre dann noch eine Nummer größer. Ja, ich weiß. Du gehst einfach ein paar Meter weiter. Na, jetzt machen wir mal die Ausstellung dort bei der Klinik, wo wir gesagt haben. Wow. Genau. Ja. Und dann ja. haben die anderen Leute dort sicher auch Freude, ja. diese Kunst zu sehen, die du hast. Alles Gute. Vielen Dank. Danke. Und Ihnen auch. Danke fürs Zusehen. Danke, dass Sie mit durch diese Reise durchgekommen sind, wo man sieht, wie ein Bild entsteht, von einem ersten Pinselstrich bis zum Ende. Danke fürs Zusehen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.